Wir waren für unser Album, für die Aufnahmen in ganz Deutschland unterwegs. Wir waren ziemlich viel in Köln in einem Studio, was einen sehr guten Vibe hat. Und da herrscht eine gewisse Magie. Und da sind meine liebsten Songs entstanden, wie zum Beispiel Je ne regrette rien, Out of Love und auch My Obsession. Ich werde auch nie vergessen, wie wir My Obsession geschrieben haben, weil das war ein sehr magischer Moment. Wir waren in Köln im Studio und eigentlich war ich nur dort, um irgendwelche Demos einzusingen. Aber mir sind ein paar Zeilen einfach im Kopf herumgespukt. Und der ganze Song hat angefangen mit der Zeile If you want me to listen, whisper. Wenn du willst, dass ich dir zuhöre, dann flüstere. Ich fand das einen sehr schönen Satz und alle waren so gefesselt von diesem Satz, dass wir uns sofort hingesetzt haben und an einem Song geschrieben haben. Und wenn schon im Studio ein gewisser Vibe herrscht an einem Song, merkt man, das wird gut, das wird richtig gut. Und wir wussten von Anfang an, in diesem Song steckt etwas ganz Besonderes. Das war ein sehr magischer Moment, den ich nicht vergessen werde während der ganzen Studioarbeit. Und ich bin sehr stolz auf den Song, weil er sehr emotional ist und sehr kraftvoll ist und sehr viel von mir widerspiegelt. If you want me to listen, whisper. If you want me to run, just walk. Wrap your name in lace and leather. I can hear you, don't need to talk. Let us make a thousand mistakes, 'cause we will never learn. Wir haben Songwriter aus London einfliegen lassen und haben mit internationalen Songwritern an Songs gearbeitet, haben sogar über Webcam Texte geschrieben, was eine komplett neue Erfahrung für mich war. Internet war für uns von Anfang an ein sehr wichtiger Faktor, weil wir haben unsere ganze Fanbase durch das Internet aufgebaut, überhaupt bevor wir einen Plattenvertrag hatten. Durch das Internet verteilt sich die Musik auch unglaublich schnell weltweit. Wir haben in Deutschland angefangen und hatten sofort auch Fankreise in Frankreich und in Spanien und in Russland. Und dadurch sind wir in ganz Europa umhergereist und mittlerweile hat uns sogar nach Amerika verschlagen. Wir sind heute in San Francisco und es ist einfach verrückt, wie schnell das alles gehen kann. Am einen Tag sitzt man noch auf der Couch und am anderen Tag ist man schon in San Francisco. Und das alles wegen dem Internet.